In der vergangenen Woche kündigte Chinas Top-Diplomat Wang bei der Sicherheitskonferenz in München eine Friedensinitiative für die Ukraine an. Einzelheiten des Plans nannte er nicht, aber nun ist der oberste Außenpolitiker in Moskau offenbar, um die Positionen auszuloten. Weiteres Thema sind die Beziehungen zwischen China und Russland. Heute traf Wang zunächst den russischen Außenminister Lavrov. Chinas Top-Außenpolitiker in Moskau. Wang Yi am Vormittag beim Treffen mit Russlands Außenminister Lavrov. China hatte sich zuletzt sehr besorgt über den Ukraine-Krieg gezeigt und will eine Friedensinitiative vorlegen. Doch China steht Russland sehr nahe, wie auch Lavrov heute bestätigt. Trotz der großen Turbulenzen in der Welt sind wir beide bereit, Einigkeit zu zeigen und haben die Bereitschaft, unsere Interessen gegenseitig zu verteidigen, auf Basis des internationalen Rechts und der Vereinten Nationen. Wang sagte, er freue sich darauf, mit Russland neue Vereinbarungen abzuschließen. Der chinesische Top-Diplomat soll sich heute noch mit Präsident Putin treffen. Am Wochenende gab es in München Gespräche mit US-Außenminister Blinken. Putin wird im Moskauer Luschniki-Stadion heute auf einem Massenkonzert erwartet, vor dem sogenannten Tag des Vaterlandsverteidigers in Russland morgen. Bis zu 200.000 Besucher sollen zum Konzert eingeladen sein, gewidmet auch Russlands Soldaten in der Ukraine. Wir unterstützen die unseren. Die Uni gab uns die Möglichkeit, das Konzert zu besuchen. Ich habe mich sofort angemeldet. Uns haben sie in der Fabrik die Tickets gegeben. Vielen Dank dafür. Zweimal war Putin im vergangenen Jahr bei großen Massenveranstaltungen aufgetreten. Die Besucher stammten meist aus staatlichen Fabriken oder Einrichtungen.